Mit Sicherheit. So. Ja. Mach schon Seven mal versus Wild. Seven versus Wild. Übrigens, Announcement, nächste Staffel, wir sind dabei. Ja. Wir gehen aber als Duo rein. Ja, in die Duo-Staffel, ne? Duo-Staffel, genau. Und dann machen wir zu zweit. Das wäre richtig gut. Ich sagte, wir könnten das auch. Wir würden uns einfach hinsetzen. Genau, einfach in unser Biwaksack. Warten. Weil wir genug drauf. Ja. Wir müssen nur was zu trinken finden, ne? Genau. Wie in der ersten Staffel, der eine Typ, der den ganzen Boden besucht hat, darum Würmern. Ich hab zwei Schmetterlinge, mach die Pfanne heiß! Ey, so, das machen die bestimmt auch, so eine Duo-Staffel dann? Ja, hundertprozentig. Irgendwann machen sie das. Ja. Ne? Irgendwann, das ist ja so erfolgreich. Wenn sie einen anderen Sponsor als Y-Food haben, ne? Ja, weiß ich nicht, vielleicht machen sie auch mit. Ich mach das wieder in die Sicherheitshülle. Ja. Sicher, sicher. Oh, guck mal hier, ne? Was haben wir denn da bekommen? Was ganz Besonderes. Ganz kurz für euch zur Information. Ganz eine tolle Sache. Ja. Und zwar die lieben Leute von Senshi oder Senshi? Senshi, glaube ich. Senshi. Senshi. Haben uns ein tolles Paket geschickt. Sie haben gefragt, ob sie uns was schicken dürfen. Und wir haben gesagt, ja, na klar. Aber sagen wir nicht nein, ne? Das sagen wir nicht nein. Das machen wir doch gerne mal mit. Ne? Großes Paket hier wieder, ne? Großes Paket haben wir gekriegt. Zwei Shaker sogar. Oh, Shaker, du. Oh, haben wir schon mitgedacht, ne? Zwei Shaker für zwei Typen. Schlau, schlau. Das ist ganz besonders. Oh, guck mal, was da drin ist. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, hier mit Brief. Persönliche Anschreibe. Ja, klar. Intro ist ja auch noch nicht gemacht. Nee, nee. Ach, guck mal. Ach, Mensch. Mensch, lies doch mal vor, ne? Feierlich. Ja. Hallo. Pulver Boys. Wie besprochen, erhaltet ihr heute unsere Gaming Booster zum Testen. Smiley. Ach. Gönnt euch! Wir sind auf euer Feedback gespannt. Liebe geht raus. Grüße Diana von Senshi. Ja, das ist immer nett, ne? Das ist nett. Das ist sogar handgeschrieben. Ja. Das ist gut. Anmerkung zur Dosierung. Die beigefügten Scope, fast 5 Milliliter und einen gehäuften Löffel entspricht in aller Regel ca. 8 Gramm. Unsere Tagesempfehlung. Ja, die Pulver, die unterschiedliche Dichte haben, kannst du unterschiedliche Abweichungen kommen. Ach so, ja gut, das hat ja jedes. Aber schön, dass sie dazu schreiben. Ja, das ist toll. Ja, passt schon. Einfach ein bisschen unter drauf. Ne? Ich sag ja, deswegen sage ich immer, noch ein bisschen für den Geschmack. Mal Intro, ne? Und zwar jetzt mal noch. Richtig. Intro, aufräumen. Jetzt sitzt du mal runter, ne? Ja, natürlich. Konnichiwa. Japanisch können wir, ne? Ja. Japanisch. Beim Bad. Angemacht? Ja. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei den Pulver Boys, dem besten Testkanal für Gaming Booster. Im deutschen Internet. Weltweit. Ja, und, habt ihr schon ein schönes Intro gesehen hier? Erstes Mal Senshi auf dem Kanal. Was heißt das eigentlich? Nein. Wahrscheinlich so wie Tanoshi, ne? Also folgendes, wir wissen nicht genau, was Senshi bedeutet, aber das soll auch gar nicht so wichtig sein. Wir haben hier 3 Sorten bekommen. Ich glaube, aktuell gibt es auch nur 3 Sorten. Ja. Ganz frische Marke, relativ neu und ja, wir waren natürlich Feuer und Flamme. Und ja, wir werden heute, machen wir Liquid Ice oder machen wir Grapefruit Blast oder Black Water Courant? Ja, Grapefruit Blast hört sich nicht schlecht an. Magst du Grapefruit oder eher nicht? Grapefruit? Ja. Das, diese, was ist das? Das ist die Schöpfhäufer Weizen-Grapefruit. Hatten wir doch letztens schon so weit in der Art erst. Echt? Da haben wir noch drüber gesprochen. Das schmeckt wie dieses. Liquid Ice, das wahrscheinlich. Ist das, kann man das rauchen? Ich würde Liquid Ice oder Black. Machen wir erstmal Liquid Ice, würde ich sagen. Ne? Wir machen zu jedem einzelnen Video. Wir machen sowieso. Aber weil wir heute eine ordentlich dicke, fette Aufnahmesession haben, müssen wir natürlich ein bisschen planen. Ne? Ja, genau. Da muss doch jeder an der Reihe kommen. Ne? Ja, wir sind ja der. Demokratisch nicht, aber wir sind der fairste Gaming Booster Testkanal der Welt. Das ist einfach so, weil wir. Hart aber fair, ne? Hart aber fair. Nicht von den GEZ bezahlt. Lass erstmal deinen rechten Kampfbegriff GEZ laut. Ja. Habe ich bei Twitter gelesen. Ja. GEZ ist jetzt ab sofort ein rechter Kampfbegriff. So. Also, Liquid Ice machen wir heute. Und ich denke, das ist flüssiges Eis. Oh ja, ist das nicht eigentlich immer so eine Schar- oder E-Zigarettensorte? Ich weiß. Liquid Ice? Ja, komplett anders schmecken, wie man denkt. Ne? Wir haben ja letztes Mal. Triebwerk als Eissorte gehabt. Jericho. Und die Streamer-Sorte, ne? Die ja sehr limettig noch war. Also die war ja weniger Eisbonbon als Limette. Und da sind wir mal gespannt. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das Design finde ich. Standard. Ich finde das Design jetzt nicht unbedingt. Es ist jetzt nicht unbedingt so meins. Also aber da muss ich auch noch mal gucken, was kostet überhaupt so eine Dose, ne? Ja, schau mal gerne rein. Ich glaube zum Beispiel im Matt wäre das schon, wenn die Oberfläche jetzt schon matt wäre, wäre schon irgendwie gefühlt ein bisschen schöner. Aber gucken wir mal. Auch 40 Euro.
40 Euro. Ja gut, aber das ist der normale Preis. Ja, die drei Sorten gibt es, ja. Und das Schöne ist ja, das Tolle ist, das können wir euch ja jetzt mal eben schnell noch sagen. Absolute Ehre. Ich weiß nicht, dass ich das falsch sage. Ich möchte das jetzt nicht falsch sagen, weil wir das noch nicht so oft gesagt haben. Übrigens, das Tolle, es ist eine große Ehre für uns und finden wir eigentlich eine ganz coole Sache, weil, weil wir haben noch nichts dazu gemacht. Noch nichts getestet, seht ihr ja, ne? Noch gar nichts dazu gemacht. Wir hatten nur einen kurzen DM-Austausch und das war's schon. Und aber die lieben Leute dort von Senshi haben gesagt, wir wollt ihr einen Rabattcode haben? Und wir haben gesagt, ja, na klar, weil wir kriegen hier die Sachen zum Testen und ihr könnt noch ein bisschen schmaler tun. Das ist so eine Win-Win-Situation. Und mit dem Code PULVERBOYS20 könnt ihr 20% Ist ja auch schon was, ne? 20%. Finde ich schon eine ordentliche Nummer. Ja, also statt 40, 32 dann. Ja, so eine nette Sache. Und dann bedanken wir uns auch, ne? Danke. Für die besondere Ehre und mehr gespannt, wie es schmeckt, ne? Wir sind Gold. Sehr gespannt. Gold, weil der Rest können wir vom Video sparen, ne? Ja. Aber guck doch erstmal drauf, was da drin ist überhaupt. Okay, da ist Energie drin, steht da. Ja, und zwar Kilojoule 1400. Zucker. Zucker haben wir die Hälfte. Okay. Also wie bei den Level-Up-Sorten. Auf 100 Milligramm Pulver. Dürfen wir nicht vergessen, dann auf einem Ding sind 4 Gramm Zucker. Ist okay. Wie gesagt, Level Up hat das ja vom Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Wir sind auch mittlerweile, wenn auf ein ganzes Ding 4 Milligramm, das ist immer noch weniger, als wenn ihr normal Energy drin nehmt. Ist aber nur interessant für euch zu wissen, es ist nicht komplett zuckerfrei. Nehmen wir mal kurz Koffein, 200 Milligramm. Währenddessen befülle ich schon mal, ne? 200 Milligramm Koffein. Ja, das ist wie Level Up. Also von den Einheiten her? Ja, mehr als Gamers Only oder Holy, aber wie Level Up nach der neuen Mischung. Kann man sich dann 2 am Tag genehmigen, laut der von der Leyen, ne? Tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden von 200 Milligramm. Also das ist okay, kann man machen. Sieht jetzt an sich ganz gut aus. Grüntee-Extrakt, Taurin ist auch mit drin. Komm, hier, mach auf den Eis, wir wissen, wie das riecht. Von den Ingredients her, jetzt ist die Geschmacksfrage. Von den Ingredients-Eigenschaften ist das ja alles mittlerweile relativ auf einem Level. Ja, ja, gleich ein Butzer produziert. Da würde ich auch so gerne noch mal ein Video machen zu so einem Hersteller. Das muss doch mal bitte unsere Partner. Es wäre doch bestimmt irgendwo möglich, sowas mal ein Behind-the-Scenes-Video zu machen. Und dann machen wir. Da sagen wir auch ganz toll, die Firma da, wo man was hergestellt wird. Die haben auch eine ganz tolle Ausbildung. Und eine Cafeteria und eine Kantine und ganz toll. Die Kinder arbeiten da alle freiwillig. Ja, genau. Die Leute im Büro, die machen alle Homeoffice. Ne? So ein cooles Teams-Meeting dann. Ja. Huhu! Riecht schon, ne? Oder? Ey, riech mal doch. Das war das, was ich gerochen habe. Riech mal. Ist aber intensiv. Ja, aber von links war das ja auch so. Das roch ja auch erst so. Dann hat es im Geschmack war es dann ein bisschen anders. Ich hoffe hier, dass es wirklich nach meinem Verbesserungsvorschlag, liebe Leute von Senshi, große Löffel mit langem Stiel sorgen dafür, dass ihr den Stiel nur reinstecken müsst und dann kann jeder den Löffel direkt so rausnehmen. Das ist super praktisch. Ja, so leicht bläulich, das Pulver. Das Pulver. Schaut mal rein, hier das Pulver. Das ist leicht bläulich. Auch hier die Verpackung, wenn ihr das nochmal sehen wollt von dem Design. Wie gesagt, ich fände es halt geil, also wenn man jetzt hier, was ich gut fände, mattes Blau, goldenes Senshi-Logo, finde ich zum Beispiel direkt gut. Oder Silber dann für Eisblau und so. Aber ist aber alles eine Kostenfrage wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich, kostet alles schon meine Geld. Ja. Kriegst du heute nichts mehr billig? Frag mich mal. Ja, Shaker, ganz normaler Standard-Shaker. Ja. Der Senshi-Logo. Das ist ja ein großer, 700, ne? Weil der ist so dünn, ne? Ah, 700 haben wir ungefähr. Ich fange hier gar nicht an, jetzt hier rumzueiern. Genau. Wenn schon richtig. Wenn schon, dann den schon. Gönn das ab, wir sind auch Profis. Bitte mach das zu Hause nicht nach. Für Geschmack. Das bringt den Unterschied, ne? Ja, doch, wie gesagt, wir sind halt Profis. Nicht umsonst nennt man uns die Koryphäen der Gaming-Booster-Szene. Oder Rainer Kalmutz, der. Ja. Also, dann hier. Liquid Ice, ey. Liquid Ice. Mit dem Becks, wie Becks Eis, ja. Oh, ja, guck, sieht auch aus wie Becks Eis. Stimmt, ne? Das hätte ich mal gerne getrunken mit 16. Damals im Box. Im Box? Wenn wir vorher Schaschlik hatten. Genau. Ja. Ist aber ganz gut aufgelöst, das Pulver, muss ich sagen. Ja, gut geschickt. Für gute Mischung, ne? Prost, ne? Prösterchen, ne? Lass schmecken. Oh nein! Das tut mir jetzt leid. Ich sag nichts mehr, ey. Ich möchte das aus dem Herzen nicht machen. Das
schmeckt leider nicht. War so schön mit dem Brief da. Und das war auch wirklich Mühe gegeben und dann... Ist nix, ne? Da wird's richtig. Hast du den Geschmack verloren? Versuchen wir mal das Positive da jetzt rauszufinden. Da Koffein drin. Das schmeckt wie Wasser mit zwei Tröpfchen irgendwas. Ja. Und wir haben jetzt ungefähr zwei Löffel jetzt auf die Dose hier reingeballert. Ja, das ist natürlich jetzt... Ich will noch mal, weil deswegen der Dosierung da nochmal so stand. Ich will noch mal gucken, ob... Stand der Zettel da nicht? Was steht da? Über den Zettel nochmal. Also so wie wir es dosiert haben, es riecht sehr intensiv, aber der Geschmack kommt im Wasser nicht raus. Nochmal einen rein hier. Am nächsten Mal einen glatt gestrichenen plus noch einen halben Scoop in Wasser zu mischen. So kommt man auf ca. 8 Gramm. Würde mich jetzt wirklich interessieren, ob wir einfach zu wenig drin haben, weil es schmeckt wirklich... Es war eigentlich schon empfohlen, mehr als empfohlen. Also es war, also, kannst du ja was zu erzählen zu dem Geschmack kurz, während ich hier... Ja, also da war ja nicht viel Geschmack, ne? Also das war wie ganz ein Hauch. Das war ein Hauch. Hauch Liquid Eis. Und ich kann verstehen, wenn man da nicht so Bock drauf hat, dass das so extrem ist. Es gibt ja auch Leute, die haben dieses Liquid Eis, finden die zu krass. Da steht ja nicht hier auf Level Abgeschmack, voll die Fresse, ne? Wie das immer ist, ne? Aber das ist ja wirklich... Aber das ist dann schon zu dezent, ne? Das schmeckt wie, weiß ich nicht, vielleicht haben wir falsch dosiert. Das kann sein, bevor wir jetzt was Falsches sagen. Ein bisschen besser jetzt, ne? Aber... Also wir haben jetzt drei Löffel drin. Aber jetzt schmeckt es ein bisschen besser, aber es kann ja nicht Sinn der Sache sein, drei Löffel reinzuhauen. Du schreibst drauf, drei Löffel. Also, aber dann ist ein bisschen viel Koffein wahrscheinlich. Wir haben jetzt natürlich keine Waage, vielleicht ist das... Ja. Nee, es fühlt sich gleich schwer an. Also das fühlt sich sogar noch ein bisschen schwerer an. Das Problem ist, dass der Geschmack zum... Du schmeckst ein bisschen dieses Eiszeug raus, ein ganz kleines bisschen. Also du hast eine gewisse Grundhaltung. Ja. Und wenn ihr dieses Bonbon lutschen würdet, hättet ihr den Geschmack. Und das teilt ihr durch 100, dann seid ihr da. Das wirkt schon leicht homöopathisch. Es ist nicht böse gemeint, du hast halt eine Süße drin, aber letztendlich. Ja. Da kommt nichts rum. Das ist, ne? Ja, aber das. Aber muss man. Also, für den Preis dann, ne? Wenn du so 40 Euro anbietest, musst du es auch mit Level Up und Holy und Gamers Only mithalten können. Das ist ja das, was wir gesagt haben damals auch bei Last Shot. Ja. Weil da kein Geschmack hinter war. Es schmeckt nicht wie bei Last Shot. Bei Last Shot war es ja wirklich dann noch mal schlimmer. Mhm. Also das ist hier schon ein bisschen besser. Aber ich habe jetzt nicht so. Also bei drei Löffel und der dritte war, als das Ding hier war. Ja, weißt du? Also, ja, ja. Nee, das war jetzt erstmal nichts. Du kannst es trinken. Wenn unten dieses Zeug da ein bisschen Zucker, dann hast du auch leicht dieses... Aber willst du dann das trinken, wenn so viel große andere Auswahl auf dem Markt ist? Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee, also wir müssen mal hoffen, dass... Kann man leider kritisch bleiben. Nee, das ist ja, wir sind ja ehrlich. Das ist unser Job, ne? So, wir haben, ihr könnt trotzdem, könnt es probieren. Ja. Den Rabattcode habt ihr. Wir sind ja auch dankbar, dass uns sowas geschickt wird. Und ich glaube, Feedback ist ja auch wichtig. Und absolut, vor allem zum Start, ne? Da wollen wir auch unterstützen, ne? Das ist einfach, da fehlt so ein bisschen der Knall dahinter. Das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Der Bums, ne? Der Bums bei Liquid Eis. Die anderen Sorten, schauen wir mal. Das wird vielleicht auch noch anders sein. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist das einfach nur die Ausnahme, weil das so ein sehr eisiges sein soll. Vielleicht ist das auch das Prinzip dahinter. Ich persönlich, und glaube wir beide, haben da eine ganz andere Erwartungshaltung von so einer Eisbonbonsorte. Wir hatten bisher eine Eisbonbonsorte, die richtig gut war. Iced Out, ne? Ja, nee, ich meine richtig diese Gletscher, diese reine Eisbonbonsorte. Achso. Ice Out war ja mit mehr Limette. Ja, okay. So Richtung, was Triebwerk da hatte. Aber dieses Eisbonbon gab es eigentlich nur eine gute bisher und das war die von Level Up, weil die 1:1 wie das. Ach stimmt, diese, die davor kam, so war ja nicht fatal. Genau, das war die halt 1:1 wie das Bonbon geschmeckt hat. Und die anderen Varianten, die sind so, ja, da fehlt immer irgendwas. Oder ist ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt, ne? Schade, aber... Das soll noch gar nichts heißen. Wir haben ja noch mehrere Sorten und Grapefruit Blast würde mich zum Beispiel sehr interessieren, wie das schmeckt. Ein großer Grapefruit-Fan. Und das soll ja auch ein Geschmack sein, den wir schon mal woanders hatten. Und zwar, warte mal, das Black Currant. Im Error 404, dann Schwarzbeere oder irgendwas dunkle. Die ganzen Beeren kann ich mir nicht merken, da gibt es immer so viele. Und dann von Region zu Region heißt das dann nochmal unterschiedlich. Schwarze Johannisbeere. Ja, genau, das ist nahe. Ein leichter gehäufter Messlöffel mit 8 Gramm auf 500 Milliliter Wasser. Okay, wir werden das probieren. Absolut. Und wie gesagt, ist medaillemäßig. Tut mir leid, ne? Aber. Ja, es ist nicht gut. Also, es ist halt. Naja, es ist. Es ist nicht. Es ist nicht es ist, ihr könnt es trinken, so. Ne? Ja, wir haben noch schlimmere, deutlich schlimmere, ekligere Sorten getrunken, ne? Wo es einem dann direkt hochgekommen ist. Also Bronze würde ich machen, weil der Brief so nett war. Ja. Und weil der Community noch einen Rabattcode geschenkt. Aber Bronze Minus. Ja,
Ja, also, aber ein ganz großes Minus. Also da kann ich jetzt auch ehrlich sein, wenn der Brief jetzt nicht gewesen wäre, diese nette Kommunikation, einfach auch von sich aus, also von sich aus das zu machen, hätte ich jetzt auch wirklich gesagt, das ist Holz und dafür würde ich mich ärgern, dass ich mein Geld dafür ausgegeben habe. Genau. Da behalten wir uns vielleicht noch eine andere Wertung vor, wenn die anderen auch getestet haben. Das ist immer schwierig, die erste Sorte von einer Marke. Da hat man halt auch keinen Vergleich zu den anderen Geschmäckern. Deswegen sagen wir mal Bronze. Genau. Geben wir jetzt nochmal. Ja. Aber wir gucken mal. Aber nur nach dem dritten Löffel. Nach dem dritten Löffel. Ja. Das ist deswegen vielleicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Senshi probiert habt. Ja. Und ob ihr Bock drauf habt. Ob ihr das überhaupt kennt, diese Marke. Genau, schreibt mal rein, was Senshi heißt. Und sonst kommt der obligatorische Hinweis wie auf den Discord. Ne? Richtig. Der Pulverbörse, den Booster Talk, allem drum und dran. Ne? Die ganzen Channels, die Liebesgrotte, da gibt es ja auch auf uns. Ich glaube, die sehen den anderen aber nicht. Bin ich mir unsicher. Die Liebesgrotte ist nämlich nur die für... Die haben sich irgendwas eigentlich, wo sie die Admin-Rechte noch hatten. Ne? Reden ja für zwei Leute, diese Liebesgrotte, weil die treffen sich da immer und dann der eine macht manchmal so ein Live-Video an. Ich hab da schon mal reingeguckt. Echt? Ja, ich hab mich ja nicht getraut. Nein, du musst nur mit der Maus drüber hover. Und dann siehst du so ein Vorschaubild, was der sich anguckt. Der guckt da immer Home-Shopping-Videos. Das ist wirklich ganz komisch, was der da macht. Letztens hatten sie Gartenstühle sich angeguckt. Ich hab's auch nicht verstanden. Liebesgrotte exposed, ne? Liebesgrotte exposed, der kommt bei der großen... Nein, kommt dann auch ganz liebe Community und... All die Senshi-Fans auch. All Senshi-Fans, die größte Senshi, unabhängige Senshi-Community weltweit, ne? Befindet sich auf diesem Discord. Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke läuten, um kein Video mehr zu verpassen. Klasse. Und Abo. In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Absolut. Und wir sagen, wieder schauen und reingauen.